Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together auf dem Damakash Server mit genau. Damakash. Hallöchen! Und Asreiter. Hallo! Und natürlich auch mir. Knolle. Ja. Knolle. Mensch, Knolle, du bist auch da. Ich bin da. Juhu! Ja, mit keinem Gesicht. Guck mal, Knolle hat gar kein Gesicht hier. Guck mal, in der letzten Folge sind wir vorhin vorbeigelaufen hier auf die Fußballleinwand hier, hätte ich beinahe gesagt, ja, aber das ist die Karte. Da bin ich gerade bei der Karte. Ich habe halt noch nicht alles fertig, ne? Das ist ja immer, muss der dann dahin laufen und so. Ja. Und ich habe jetzt extra das Kartenmaterial hier in die Kiste getan geschwind. Und in der Hoffnung, irgendjemand übernimmt, dass der mal zufällig auf den Server kommt. Okay. Ja, stimmt. Das kennen tatsächlich meine Zuschauer auch noch nicht, die Karte. Also okay. die ist wirklich brandneu, ja. Guck mal an. Und ich möchte das gerne jetzt an jeder U-Bahn-Station. Die Karte. Die U-Bahn-Station, da unten kommt das dann auch reingehangen? Ja, ich möchte das oben, oberhalb, ne? Aber immer mit so in der Größe und einfach, dass überall so ein paar Karten stehen. Dann weiß aha, man, ja, wo ja. man was findet dann. Das find ja, ganz sieht nett. Richtig cool und aus. Hier auf Kopfhöhe sind wir gestartet, oder was? Auf Kopfhöhe. Der Start ist, bei ja dem genau, da wo dein Kopf, dem, ja, da, ja, genau. Ja, genau. Ja. Da richtig. Irgendwo sind wir gestartet. Ach, über der Brücke sind wir noch gelaufen, also etwas ja, unterhalb genau. des ja. Kreis. Die Insel. Auf der Insel. Ja, genau, auf der Insel. Eine Insel. Genau, eine Insel. Genau. Okay, aber wir wollen ja jetzt weitermachen. Wir wollen jetzt ja, Häuser besichtigen. Hier ist nämlich, genau, hier ist nämlich das Together-Haus sozusagen. Das ist der Fuchsbau. Herzlich willkommen im Fuchsbau. Ne? Ihr ja, seht, hier hallo. Und Liska sitzen. So, ah, ja. Und dieses Gebäude ist nämlich, und jetzt führe ich euch hier nämlich rum, das habe ich nämlich, als ihr das erste Mal hier wart, ja. gar nicht wirklich gemacht. Doch, nee, gar nicht. Ne? Also ihr habt nicht alles gesehen auf jeden Fall, das weiß ich. Ja. Das ist das Haus von Delfino, hier wohnt Delfino, der ist noch wohnt noch relativ frisch hier, man sieht das auch, der Möbelwagen war noch nicht da. Okay. Also es ist einfach noch nicht alles angekommen. Der hat hier oben dann noch Räumchen. Ich komme da immer nicht rauf, wenn das mit der Platte so schlecht ist. Und sehr nett übrigens, Hiro, auch ein Bewohner im Fuchsbau, der verteilt immer überall ja. so kleine Nachrichten. Aha. Weißt du, da stehen dann immer irgendwelche Schilder, wo irgendwas draufsteht oder Kisten, wo er Tränke gemacht hat und so. Der Hiro ist ein sehr fürsorglicher Nachbar. Das ist okay. Also das ist Delfinos Hütte hier. Von außen haben wir die gesehen letztes Mal, das weiß genau, ich. Genau, aber von innen nicht, ne? So, jetzt. So, warte mal, dann können wir hier nämlich rum. Wo seid ihr? Ich bin verloren. Hier. Oh nein, hier, okay. Hier. Ja, das bei der Treppe ging wieder nicht schnell genug für mich. So, und hier wohnt Ironia in dem Haus hier. Das ist sein Zuhause. Mhm. Der hat auch zwei Eingänge. Guck mal, und hier ist die Pyramide nämlich. Ha. Die Pyramide. Dann, ne? Mit einer. Ja. Ja, da wohnt Schneckball drin. Ja, bei mir sind da ja die Bilder von den Avataren oder von den Kanalbannern. Also das bei mir ist da jetzt so ein Whiskyglas drauf. Mit ja, Eis on the Rock. Ist ein Whiskyglas. Okay. Ja, genau. Und sie wohnt hier unten natürlich. Ne? Also man ach so, da geht's noch tiefer. Da hat sie aha. Ein Zuhause. Oh, genau. Ich liebe diese Treppen. Da wohnt die oh, viele Bücher zum Lesen. Schneckball liest gerade. Wahrscheinlich. Ja, irgendwo, wo wir sie nicht sehen. Hier gibt es ein Labyrinth. Gleich ja, ein da Labyrinth. Kommst du, wenn du da lang gehst, durch das Labyrinth, das kannst du gerne machen, dann kommst du unten in meinen Lagerraum. Okay. Also es ist halt alles mit, die Räume sind alle miteinander verbunden und verknüpft und ja. Da ist Knoll. Links. Ah, der Lagerraum. Genau, dann bist du im Lagerraum und dann bist du hier wieder in meiner Küche sozusagen. Okay. Also ein Rundgang. Ja, genau. Und dann hat man, also ich finde ja, wenn ihr mir folgt, wenn wir von Ironia, da kommt man nämlich noch hoch auf eine Dachterrasse. Aha. Und die Dachterrasse wieder. Soll noch umfunktioniert werden, über kurz oder lang. Ich möchte hier so ein Party, so eine Party-Dachterrasse gerne hinmachen. Aha. Dann ist hier an der Dachterrasse angeschlossen der Wombi, der ist auch mit der neueste Bewohner hier im Fuchsbau. Unser hier links Wombi. Oder was? Ja, genau, da wohnt der Wombi. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Marienkäferchen, das Häuschen von außen. Aha. Das ist sehr nett geworden. Und der schläft unter freiem Himmel. Oh, naja, hier regnet es ja nicht, hast gesagt, ne? Nee, in der Wüste regnet es Gott sei Dank nicht, ja.
Okay. Und ihr dürft euch natürlich hier auch verewigen und euch irgendwo genau. An dieses Haus anschließen, so dass ja, dass ihr hier euer Domizil bekommt sozusagen. Ja. Hier wohnt der Hiro übrigens, das ist Hiros Garten, aber mein er teilt ist den Grill gern. Ja, ne, genau, ja, er teilt den Grill. Das ist schön. Ja, hier kann man dann grillen bei ihm. Und dann hat er hier oben noch, oh, voilà. Cool. Hier. Ja, genau. Dann kommt man hier nämlich zur Dachterrasse. Ah, mit Swimmingpool, hier, alles klar. Ja. Und von unten kann man hochgucken, ist klar. Ja, und dann kommt man hier hoch. Hier ist jetzt noch nichts weiter, außer ein nichts. Bisschen Kürbis, außer nichts halt, ne? Aha. Und ja, und dann ist hinten halt, ist halt der Garten, ne? Genau. Also, ich dann meine Viecher halte. Und von hier aus kommt man hoch zum Turm. Wer war der Turm? Ja, genau, der Turm ist Andrena. Marders zu nee, Marder. Und da kannst du auch, der hat das total nett gemacht, wenn du da reingehst. Das ist, und dann musst du auch cool. Ach, hier ist jetzt keine Lore auf der Station, ne? Das ist immer ein bisschen, ich habe jetzt auch keine bei. Du kannst von unten hochfahren. Aha. Also der hat unten, warte, das können wir eigentlich gucken. Warte mal. Ja, ich laufe jetzt zu Fuß gerade hoch. Vielleicht so, ist ja oben einer. Ja, oben ist bestimmt einer. Deswegen. Also da ist sicherlich einer. Aber ganz unten ist auf alle Fälle auch eine, weil du kannst den durch den ganzen Berg fahren. Aha, mir also schwindelig. Er hat den ganzen Berg ausgehöhlt. Aha. Ich habe eine. Ja, genau, die kannst du nehmen. Da kannst du mit hochfahren, ja. Okay, ich bin schon oben. Mir ist ganz schlecht von dem Kreis laufen. Ja, das ist das reinste, ja. Aber gefährlich. Die Idee, cool. Also ja. Das ist schon echt. Die Lore kommt nach unten. Sehr gut. Wo ist das hoch? Das ist halt, also man hat ja was. Krasser Ausblick. Wenn man Fahrstuhl fahren will, dann. Oh, nein, ich will hier aussteigen. Shift. Okay. So, ups. Aua. Ich wollte hier abbauen. So, genau, ich alles dann abgebaut. Kannst du eine höher fahren noch. Genau. Ich habe immer Angst runterzufallen, wenn da kein Geländer ist. Ja, das ist lebensgefährlich, oder? Ich habe auch für sowas immer echt so ein Talent, ey. Boah, da steht noch ein Minecart. Hallo, da war Gas. Hallo. Jetzt schaffe ich es früh genug auszusteigen. So. Ja, ich hab's geschafft. Der, jetzt kommt das Minecart runter. Ich habe gar kein Bett gesehen. Ja, er ist hier auch noch. Das ist auch noch ein bisschen ist noch nicht, okay. Was er hat. Ne? Das, wenn man jetzt hier einsteigt, wo hält das dann an? In der Mitte. Wo wir, wo genau, wir als erstes reingegangen sind. Mhm. Okay, also. Jetzt dürft ihr euch natürlich auch ein Plätzchen suchen. Also entweder genau. Jeder für sich oder gemeinsam oder wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Oh, runterfahren ist ja noch schlimmer wie hochlaufen. Und jetzt fährt er auch noch hoch. Ich hab mich gefangen. Ich muss unten irgendwie aussteigen. Wie geht das? Weil da steht eine Lore. Jetzt nicht mehr. Die Lore habe ich weggenommen. Okay. Gott, dann wollen wir mal gucken, dass es diesmal klappt. Kann ja schon mal die Türen aufmachen. Und wie wir aussteigen? Shift. Einfach daneben klicken? Shift. Okay. Ja. Und dann geht's in den Keller. Krass. Sozusagen. Geh ich lieber raus. Warte, die Türen doch ja sind beide zugehört. Ihr braucht ja auf alle Fälle irgendwie ein Dach über dem Kopf. Ne? Genau. Das geht ja nicht anders. Also. Genau, ich hatte letztes Mal ja schon angefangen, aber dann brach das ab, also wollen wir das verraten? Ja, wir werden ich werde einen Wohnwagen bauen, wo ich dann drinnen schlafen werde. Ich werde einen Kürbis bauen, wo ich genau. Drinnen schlafen werde. Yay! Damakasch, wo geht's weiter? Ja, pass auf, ich zeige dir dann, also Knolle hatte das letzte Mal den Kürbis hier einfach eine Etage drüber, ne? Also ja. Wenn du da bleiben willst oder wieder bauen willst, kannst du das gerne machen. Du kannst dir auch einen anderen Bauplatz suchen. Ja. Ist der Grill. Mir ist es wurscht, ne? Also, ach, du bist bei Hiro, beim Grill, okay. Ja, aber da war doch ein Ausgang vorher, oder nicht? Aber so ist jetzt so wenig Platz. Letztes Mal war da mehr Platz. Also das kannst du aber auch, du kannst da ruhig abreißen und umbauen. Ne? Sind wir nicht direkt auf den Grill zugelaufen, als wir reinkamen? Ach, da ist eine Tür, alles klar. Ich hab die Tür auf den Grill gehört. Ja, Knolle ist durchgegangen. Ich
Ich habe ihm den Weg gezeigt. Er hat die Tür benutzt, ich habe sie nicht gesehen. Ja, okay. Genau, so. Du möchtest jetzt zu deinem Kummer. Da musst du hier nämlich hier bin ich jetzt runter. Im und Kreis vorne, gelaufen. Also du kannst entweder oben ausbauen oder abreißen oder wie du willst. Ich suche gerade, ob ich vielleicht noch einen anderen schönen Platz finde. Ich wollte gerade sagen, oder schau dir. Dich einfach um, such. Noch ein tiefer. Ein ja, genau. Und jetzt durch die Tür raus wahrscheinlich. Genau. Und ich glaube, jetzt muss ich links abbiegen, dann weiß ich, glaube, wo es lang geht. Ich hab dir sogar, also es müssen wir... Hab ich von oben schon gesehen. Genau, ich hab dir da schon ein bisschen eingegrenzt, was ich hab da schon angefangen gehabt. Und dann hattest du ja geschrieben, dass die Aufnahme irgendwie... Ja, genau. ...am Zicken gemacht hat und dann habe ich halt das, was du gebaut hast, abgerissen. Aber ich hab den Zaun und das Gelände gelassen. Gut. Jetzt habe ich natürlich nichts mitgenommen, ne? Jetzt kann ich gleich den Weg nochmal zurücklaufen. Ja, das macht ja nichts. Wenn das mal im richtigen Leben wäre, dann wird der Bauch schneller weg sein. Genau, hier kommt jetzt dann der wohl ein paar Sachen hin. Achso, du willst doch wieder oben hinbauen. Soll ich dir das dann da noch ein bisschen ausbauen? Also wir können das ja vergrößern da oben auch, ne? So ist ja, ich kann ja mal gucken, ob ich das selbst hinkriege. Ich bin ja schon groß. Mal gucken. So, hier geht's hoch, glaube ich. Hoffe ich. Das ist ein verwinkelter, verwirrter Bau, oder? Es ist unglaublich. Ja. Weißer Teppich. So. Ich glaube, ich kann auch rein theoretisch auch das hier oben den Zaun wegreißen und dann über die Schafe eine Plattform bauen, oder? Ja, natürlich. Ich bring mal Sandstein mit hoch, ne? Das Sandstein im Boden. Ja. Der Boden ist aus Sandstein. Ich weiß nur nicht, was für Holz der Zaun hat. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das Fichte? Und nee, Akazie. Ist es wahrscheinlich, ne? Vermutet es. Okay. Ich muss erst wieder Holz, Material holen. So, Sandstein. Habe ich sogar noch einen von. So. Dann ich glaube, hier rein. Und dann links? Nee. Wo war der Keller? Da ist er. Ich bin im Keller. Ich habe ihn gefunden. Es geht voran. Wenn du ein paar Mal hier lang und lang gelaufen bist, dann findest du das auch. Ich glaube, dann ist das wurscht. Aber wenn man nicht hier wohnt oder noch nicht, da muss dann noch eine Karte in Holz hin. Muss da nicht eine Karte in Holz hin? Dann? Damit das mit dem Zaun passt? Also ich mache dann hier so die Plattform unter dem Zaun weiter. Obwohl, das könnte wenig Platz werden. Ja, also wir können es, du kannst es wirklich so groß du auch immer willst, ne? Also. Ach, ich nehme mal drei Blöcke mit. Ich habe Platz, also. Ich hab Platz. So, ich muss so ein bisschen überlegen, was ich brauche. Das Bett also, da unten. Ich glaube, du hattest Kohle auf jeden Fall. Ja, das habe ich schon mal genommen, genau. Genau, und weiße Wolle. Also ich bin wirklich gespannt, wie der Wohnwagen dann aussieht, wenn das fertig ist, ja. Ich stelle mir das echt schwierig vor, einen Wohnwagen zu bauen, weil das ja eher runde Formen sind. Ja, das wird schwierig. Na, das ist dann schon schwer. Also in der Größe auf jeden Fall. Hier ist noch ein bisschen Wolle, die brauche ich bestimmt noch. Ja. Gibt's also, die nehme ich mal komplett mit. Achso, warte, ich schmeiße die Sandsteine hin. Die nehme ich auch mal mit. Und weißer Teppich. Da müsste Akazien, aber ich reiß das hier ab. Pass mal auf, das mache ich so. Und noch was? Ich glaube nicht. Die nehmen wir sicherheitshalber auch noch mit, weil wir brauchen, glaube ich, viel Weiß. Ja, ich hoffe, es ist genug Wolle da ansonsten. Ja, auch reichlich. Ich glaube, so groß kann der Wohnwagen gar nicht werden. Obwohl meistens denkt man das nur so, ne? In Wirklichkeit ist es dann so, oh, reicht doch nicht. Das ist etwas tatsächlich, da denkt man hat so viel Zeug, ne, und dann irgendwie... Ah, was ist denn jetzt hier? Hellblaue Glasscheibe und das sind blaue Glasscheiben. Ja, also du kannst ja auch, du musst... Also normale Glasscheiben sind da, glaube ich, auch. Also es sind, glaube ich, normale da. Ja, sind auch da, ja. Aber da. Und einfärben kannst du dir natürlich auch, ne? Ja. Ja, ich glaube... Reingucken kann man schon dann. So. Ich glaube, jetzt baue ich erstmal das Grundgerüst. Ich wollte hier so eine Kugel bauen und darauf kommt dann der Kürbis sozusagen. Ja, okay.
Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen Sandstein holen gleich, ne? Das dürfte ja, sonst zu eng jetzt werden. Ich guck da gleich mal. Ich bin jetzt leer. Ja, pass auf, ich gebe dir hier noch, ich habe hier noch ein bisschen und ich gebe dir hier auch mal Akazie. Gut. Noch. Und geh mal ins Lager und guck mal, ob da noch Akazie und Sandstein rumfliegen. Da husche ich mal schnell hin. Gucken wir mal, wie das so wird. Da ist das Pool schon mal, das ist schon mal gut. Ach so, ein Pool ist schon auch was Schönes. Ja, klar, da ist auch passend, den Wohnwagen dran zu bauen. Ja, auf jeden Fall. Wäre sogar tief genug ein Pool, da könnte man theoretisch drin angeln. Okay. Das gut ist, aber es würde theoretisch gehen. Kann man ja einen Angelurlaub machen. Zum Beispiel. Ach, das ist eine andere Farbe. Weiße Wolle und, ach, das ist hellgraue Wolle. Ich muss erstmal anfangen, denke ich. Ich muss erstmal Licht hin, weil die Fackel muss weg. Akazien, Holzbretter, zwei Stück, na, ist ja episch. Aber Zaun ist da, das ist doch schon mal was. Ach ja, Akazie ist hier tatsächlich noch. Na, also ein Glück. Und? Sandstein. Ja, Sandstein habe ich noch. Ich bringe 3 Stacks mit, ne? Ja, okay. Ich glaube, das reicht. Okay. Mann steht auf der Torte. Und steht auf der Torte. Oder er ist gerade aus der Torte rausgesprungen. Okay. So. Okay. Zack. So. So. Ich habe mir heute sogar neue Musik für Minecraft runtergeladen, weil das Wetter so schön ist, ne? Und mir war so nach Frühling und Sommermusik. Okay. Mit dem habe ich hier irgendwie so Karibik, Reggae, irgendwas so Dinger im Hintergrund laufen. Ach ja. Und hier ist noch Akazie. Okay. Und hier ist auch noch Akazie und ich setze einfach mal den Zaun drumherum. Gut. Weil musst du vielleicht eine Akazie nehmen, also ein Holz nebensetzen. Ja, wenn das andersrum machen würdest, ich wollte gerade sagen, möchtest du das andersrum lieber machen? Andersrum. Okay. Ja, okay, warte, setz ich jetzt. Ich muss mal gerade zählen, weil. Ach, nee. Da muss ich noch nicht zählen. So, das ist schon mal gut. Glaube ich. Wie ein Riesending. Warte, ich zoome mal ran. Sieht auf alle Fälle schon interessant aus. Kann man aus Wolle eine Treppe machen? Nee, ne? Nein, leider nicht. Du kannst aber aus Nether Quarz kannst du eine Treppe machen. Die wäre auch weiß. Okay. Also das würde gehen. Wenn du mir Akazienholz gibst, dann mache ich die Umrandung weiter. Ich habe dir das jetzt gegeben, Knolle. Ja, kann ich machen. Dann mach ich dem Klettergerüst muss ich jetzt noch ein bisschen. Knolle ohne Gesicht. Danke. Oh. So, jetzt passt das erstmal. Ja, eh, eins. Eins, zwei, drei, vier. Yeah. Oh, der Baum. Aua. Mhm. Ja, nee, so ein Absturz ist schon schön. Da brauche ich was Graues. Da muss ich mir was Graues besorgen für. Grau gibt's da, grauen, ich weiß nicht, entweder grauen Lehm oder graue Wolle halt, ne? Ja, muss ich gucken. So, jetzt habe ich gerade ein Problem. Ja, warte, ich habe doch graue Wolle dabei, oder? Was für ein Problem hast du denn? Der Baum. Der Baum ist das Problem. Kannst du um den Baum drumherum bauen, dass du den so integrierst? Meinst du, das geht? Oder willst du irgendwas da dann, weil, also, könnte man ja theoretisch machen. Ach, jetzt bist du auf dem Baum. Na, hoch. Ein Huster. Ja, ging nicht anders. Ah, diese Raucher, ne? Ja, wann habe ich das? Gestern oder vorgestern? Habe ich das zu meinem Mann gesagt? Ich rauche jetzt seit letztes Jahr Mai, ne? Habe ich auch gesprochen. Und habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ey, du wirst es nicht glauben, jetzt so langsam hört endlich der Raucherhusten auf. Mhm.
Ich habe immer noch Raucherhusten gehabt. Ja, die Stimme wird natürlich auch davon anders, ne? Ja, natürlich, natürlich, ja, das ist schon so. So, jetzt bin ich auch runtergefallen, aber ich musste runterfallen. Ach, das will ich nicht wieder hochkommen. Ach so, das war geplantes Runterfallen sozusagen. Das war geplantes Stürzen. Ja, Mensch. Hoppala. So. Fuck. Sagen wir es so, der Baum hat sich integriert. Ja, siehste, passt doch. Ist doch einwandfrei. So muss das sein. Fängt schon wieder an zu regnen. Ja, hier Gott sei Dank nicht. Ja, ich habe wohl noch den Shader-Effekt. Man hört es manchmal auch, wenn das gewittert hinten oder so. Das kriegt man hier dann schon mit, weil das einfach so fast an der Grenze ist, ne? Aber hier kommt kein Tropfen runter. Was macht denn da eine Kuh bei meinen Hühnern? Also die ist ja wohl auch nicht ganz gut. Vielleicht hat sie Drogen genommen und dachte, sie wäre Moon. Ja, man weiß es nicht, ne? Es könnte sein. Aber Tiere, die falsch rumstehen, die werden von mir immer getötet. Das weiß sie wahrscheinlich noch nicht. Was machst du da jetzt? Ach so, ich bin einfach der Reihe nach und hab da einfach. Ja, vergiss es. Ich wollte nur, dass es schön mittig ist. Reiß es einfach wieder ab, wie sich das gehört. Oh Gott, ja. So, das ist jetzt die Fläche, die endgültige. Ja, okay, cool. Ja, das ist doch super, Mensch, siehste. Dann mache ich hier mal noch. Hier muss ja auf jeden Fall Akazie hin. Wir sind auch am Ende der Folge angekommen, tatsächlich. Ja, ja, ich brauche noch bis 21 zu Ende. Minuten. Gut. Ja. Dann machen wir hier einen Cut. Genau, dann kann man hier einen Cut machen und dann bauen wir hier dann das nächste Mal weiter. Denke ich auch, ja. Gut, dann würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.